Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Seitdem ich jetzt, ich kann mir noch mal reden, seitdem ich angefangen habe, mich wieder auf meine Verteidigung zu konzentrieren, habe ich nur ein Spiel verloren von vieren. Das ist eigentlich ganz geil. Deswegen werde ich jetzt auch weiterhin das so angehen. Das heißt, ich werde mich weiterhin versuchen, auf meine Abwehr erstmal zu konzentrieren, weniger auf die Offensive. Und werde jedes Spiel so angehen, dass ich davon ausgehe, es sowieso zu verlieren, weil ich momentan einfach nicht so gut spiele und ja, irgendwie meinen Flair verloren habe, leider, leider. Was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass ich einfach nur noch am Wochenende spiele und dadurch einfach nicht eingespielt bin. Ja, ich bin auch ein bisschen müde und kaputt. Ich habe noch 17 Spiele vor mir. Ich habe auch keine Ahnung, so richtig, wie ich das alles spielen soll. Ist natürlich schon Sonntag Nachmittag und ich habe eigentlich noch ein, zwei andere Sachen zu tun. Oh, schönes Team, also nicht wirklich stark. Schauen wir mal, das gefällt mir. Sturm ist auch interessant. Ich meine, Dembele und Martial sind natürlich ein bisschen eklig als linker und rechter Stürmer, aber... Sorry, ich muss gerade gehen. Der Stürmer in der Mitte, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Also ich kenne ihn natürlich, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Er macht mir eigentlich nicht so viel Angst. Hat er, glaube ich, auch Sniper. Ich weiß gar nicht, ob der so schnell ist. Dass er da auch ohne Pace Boost sich gut spielen lässt. Abgefälscht und er geht nicht rein. Schade. Ist leider gar niemand. Haben wir Glück, aber ich denke, da kann ich es auch nicht wirklich besser verteidigen. Scheiße. Das darf halt auch nicht passieren. Das passiert mir einfach viel zu oft in letzter Zeit. Das sage ich auch jedes Mal wieder, dass ich ins Auslaufe. Mit dem Ball am Fuß. Das ist halt einfach scheiße. Sehr schön beim Abseits. Oh. Alter. Wäre aber auch ziemlich lucky gewesen, finde ich. Kann mich doch nicht einfach überholen, dieser Virgil. Was ist denn hier los? Ich glaube, er wollte eine Schusstäuschung machen. Ich glaube nicht, dass er abschließen wollte.
Boah, schwacher Pass. Hätte ich einen Strafenpass spielen müssen. Schöner Schuss mit Raphael. Kommt leider keine Ecke. Aber ich bin mit meiner Verteidigung bisher ganz zufrieden in dem Spiel. Trotzdem ist der Gegner ein, zwei Mal gefährlich durchgekommen, was nicht geil ist. Sehr schön, jetzt haben wir einen Gegner mal ins Ausgezwungen, aber riskant. Oh, fuck. Man verteidigt es aber auch ganz gut, muss man sagen. Schön abgefangen mit Raphael. Och, Telles. Scheiß Dembele, scheiß Lack, sorry, aber. Er läuft einfach nur beschissen nach vorn und obwohl ich dran bin, kriegen wir den Ball nicht. Also richtig dumm. Mehr fällt mir dazu einfach nicht ein. War weder geil rausgespielt noch sonst was. Und dann halt auch der Schuss wieder von sonst wo geschossen und er ist halt drin, ne? Schöner Verzweiflungsschuss, nice. Ich habe echt keine geilen Torchancen generiert. Das wird wieder schön. Ich will auch den Pullover ausziehen. Das wird auf jeden Fall jetzt schön, dieses 1-0 aufzuholen. Wir werden mal das 4-1-2-1 probieren, aber. Oh, wahrscheinlich einfach wieder so ein. Aber das ist halt wieder so ein total ausgeglichenes Spiel. Es wird wieder der gewinnen mit mehr Glück. Es wird halt einfach nicht so sein, dass der gewinnt, der besser spielt. Weil es einfach keinen gibt, der besser spielt. Vielleicht jetzt. Mit der veränderten Formation ist es vielleicht so, dass er dagegen Probleme hat und wir dann verdient noch irgendwas machen können oder unverdient verlieren, aber bis jetzt wäre ein Unentschieden definitiv gerechtfertigt. Egal. Das war schlecht verteidigt. Das war dumm rausgespielt. Das war Lack.
War auch Luck, wie wir zum Abschluss kommen, aber wir machen halt nicht das Tor, obwohl unser Abschluss einfacher war als der von Dembele. Okay, das war gut rausgespielt und von uns schlecht verteidigt. Das Einspiel habe ich auch einfach viel zu sehr aus dem Konzept gebracht, muss ich zugeben. Immerhin. Sind wieder dran. Oh. Beide Pässe sind nicht dahin gegangen, wo sie eigentlich hingehen sollten. Bin nicht zufrieden mit meinem Spiel. Auch defensiv nicht in dem Spiel. Wie gesagt, das 1 habe ich viel zu sehr aus dem Konzept gebracht. Oh, fick dich doch mal, Mann! Da wollte ich überhaupt nicht hinpassen. Geht mir das auf den Sack. Die beschissenen Angriffe hier. So viele Fehler, ey. Fick dich einfach nur. Fick dich, fick dich, fick dich. Schon wieder komplett woanders hingepasst. Ich verstehe das einfach nicht. Nein, ja, da wollte ich hinpassen, genau. Ist alles egal. Wichser, ey. Fuck, fuck, das regt mich schon wieder so auf, ey. Das regt mich schon wieder so auf. Jetzt brauche ich mal wechseln, das Ding ist durch. Es regt mich schon wieder so auf, dass diese beschissenen Pässe woanders hingehen, als ich will. So zum Kotzen, ey. Abschluss war übrigens auch schlecht, natürlich läuft er trotzdem. Dieses verschissene 1-0, dieses Lucky. Aber natürlich darf ich das auch nicht so aufregen. Aber das macht's halt. Aber egal, ich habe ja eh damit gerechnet, das Spiel zu verlieren, von daher.
Ja, ficken, ey. Ich sehe trotzdem noch frei zwei. Ja, gelb-rot. Abgefälscht! Ach du Scheiße, 3-3. Ach, und wir haben ein weniger. Fuck! Was? Wir haben zwei rote Karten? Wann haben wir denn die zweite rote Karte gekriegt? What? Wie, wir haben zwei rote Karten? Da waren doch gerade zwei Striche oben angezeigt. Ich werde logischerweise wechseln. Hä, das verstehe ich gerade nicht. Ich denke, ich werde aber wieder ins 4-2-3-1 gehen, weil wir da stabiler hinten sind. Ja. Hey, wir haben doch nur eine rote Karte, aber gerade eben waren oben rechts zwei rote Striche, als wenn wir zwei rote Karten gehabt hätten. Jetzt geht es natürlich einfach nur darum, ins Elfmeterschießen zu kommen. Da oben links zwei rote Striche. Das ist aber eigentlich nur bei roten Karten so. Verstehe ich nicht. So ein verfickter Lacker, ey. Ist unglaublich. Es gibt's nicht. Unglaublich. So unverdient, krass. So krass unverdient. Ich stand die ganze Zeit dran und er schafft es halt trotzdem durch 100 Mann durchzuschießen. So ein Scheißlacker. Fuck you, ey. Aber trotzdem, ich habe scheiße gespielt, Gegner verdient zu Recht, weil ich einfach emotional wieder dumm war. Was soll's. Ich glaube, egal was ich jetzt sage, ich werde beim nächsten Mal eh was anderes erzählen, aber ich habe auch keinen Bock mehr, jedes Mal wieder drüber zu reden. Ich mach's trotzdem immer wieder, ich weiß. Ach, ich werde es einfach nie in den Griff bekommen. Es liegt einfach an dem scheiß Kommentieren, ey, in Anführungsstrichen. Anders geht's ja nicht. Wenn ich nicht kommentieren würde, könnte ich auf jeden Fall meine Emotionen leichter im Griff halten, als beim Kommentieren, weil man sich halt einfach dann auch verbal drüber aufregt. Wenn ich nicht kommentiere, kann ich es, glaube ich, besser in mich reinfressen und dann kratzt mich das einfach weniger. Aber so ist es halt einfach. Es regt halt auf und man erzählt, dass es einen aufregt und dann ist es wie so eine Exponition. Es steigert sich halt immer mehr. Je mehr man drüber redet, regt es einen auf und je mehr es einen aufregt, desto mehr redet man drüber. Och Mann, das war wieder so ein Spiel, was ich auf jeden Fall auch... Ich meine, bis zum 1-0, bis zum Gegentor habe ich ja gut gespielt und war auch nicht emotional. Also es hätte auch sein können, dass ich das Spiel verliere, aber ich habe immerhin drei Tore geschossen, aber es hätte auch sein können, dass ich das Spiel verliere, wenn ich nicht emotional gespielt hätte. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, groß, dass ich nicht verloren hätte, wenn ich nicht emotional geworden wäre. Deswegen, ja, versuche ich das mal jetzt wieder abzustellen, auch wenn es irgendwie fast nie funktioniert. Schöner Kopfball, schade.
So, jetzt wieder versuchen, vor allem defensiv gut zu stehen. Ich habe im letzten Spiel 3 Tore gemacht, das ist immer mehr. Schön gemacht mit Bailey. Ganz in Ruhe. Oh, fuck. Oh, wenn er mich da getroffen hätte, hätte es vielleicht eine rote Karte geben können. Schade. Zum Fehler gezwungen quasi. Scheiße! Ja, hat aber auch viel zu aggressiv da verteidigt. Ich glaube, also vom Gefühl her war er so ein bisschen angepisst, dass ich so abwartend, oder sagen wir mal, so viele Pässe gespielt habe. Das kam mir so vor. Es hat ein bisschen gegrätscht, ein bisschen aggressiv geworden und dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er einen Fehler macht. Und das hat er halt hier. Auch viele Fehler im Spielaufbau, aber es kann auch Pech sein. Ich hatte im letzten Spiel auch viel Pech mit den Fehlpässen. Das geht wahrscheinlich nicht ganz so gut zu sein. Das kommt mir natürlich entgegen. Dadurch spielt man direkt ein bisschen besser. Und es hilft einem vor allem, sich zu beruhigen. Ach, hätte ich wahrscheinlich nochmal auf Tolisso passen können oder müssen. Ich sage ja, viele Fehlpässe, ich habe wieder Glück. Komm, 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 komm! Fuck. Wollte ich eigentlich passen, aber hab dann irgendwie den falschen Knopf gedrückt. Kam zu spät, der Pass. Nice von Arangis. Zu nah ins Tor. Ich habe halt nur angetippt die Flanke. Genau aus dem Grund, aber sie geht halt trotzdem wieder viel zu nah ran. Verstehe nicht, wie man hier geile Flanken machen kann. Da kann der Tackle zu spät, macht aber auch nichts. Ist mir lieber, wenn wir jetzt hier faulen und der Gegner nicht einfach so blank durch ist.
Boah, Katastrophenpass, der ankommt. Toll. Krass, komplett bedrängt von Sokrates und kommt trotzdem noch gefährlich. Nicht schlecht. Vielleicht können wir mal einen kleinen Konter machen. Bale hat leider keine Ausdauer mehr. Werner! Lauf doch einfach mal weiter! Oh, ich brauch. Naja, es wäre wahrscheinlich trotzdem schwer geworden, aber ich hätte versuchen müssen, rechts auf Origi zu passen. Der war frei, aber es wäre wahrscheinlich ein sehr schwerer Pass geworden, der eh verkackt worden wäre, denke ich. Rangnes hat einen guten Schuss, aber der wäre, denke ich, nicht rein, auch wenn er nicht geblockt worden wäre. Den Ball hätten wir wieder gehabt. Aber wie gesagt, wir haben nur ein Tor. Wir brauchen halt auf jeden Fall mehr, weil bei einem Treffer ist es immer ganz schnell unentschieden. Nochmal auf ausgeglichen, gehen wir mal auf defensiv. Also wir führen natürlich absolut verdient. Krasser Pass. Das war ja geil. Oh, da schenkt er uns noch einen schönen, schöne Ecke. Oh, wir schießen Ginter einfach nur an. Oh, der war gefährlicher. Da wäre vielleicht rein. Ginter und abgefälscht. Oh. Aber ich dachte, er wäre nicht rein, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre. Da wäre vielleicht meine Schuster schon gut gekommen dieses Mal. Boah, das war dumm von mir. Das war wieder mal so ein dummer. Na, ist egal, was es war. Oh, zum Glück. Das war ein ganz guter Angriff von ihm. Krass, da kommt sogar. Was ist denn hier los? Warum hatten da keine Leute mehr hinten? Wie geil, oder? Wie geil. Geile Flanke und dann schön Volley von Werner. Was geht ab? Richtig geiles Tor. Und hoffentlich auch der Deckel. War natürlich ein schwieriges Tor. Auch wenn er da quasi unbedrängt zum Schuss kam, ist es natürlich trotzdem super schwer, den dann so volles Risiko Volley zu nehmen. Sehr geil. Krass, dass Arangis aber auch die Flanke so geil spielt. Aber es ist Schuld vom Gegner. Der spielt anscheinend jetzt schon auf totalen Angriff. Keine Ahnung. Da war der Konter halt super einfach. Ihr wisst ja, bin kein Konterspieler. Ich hatte. Oh, ich wollte den Schuss doch nicht machen. Habe auch kein Konterteam und also keine Konterformation so. Von daher. Jetzt schon keinen Bock mehr oder was?
Sehr schön. Sehr schön. Von schön weit weg. Was macht er denn da? Guckt nur über die Bande oder was? Was hat er davon, wenn er so merkwürdig mit seinem Torhüter da spielen muss? Aber ich hätte nicht gedacht, dass er reingeht. Ich dachte, er geht vorbei und dann dachte ich noch, okay, dann hält ihn wahrscheinlich der Spieler auf der Linie. 3-0. Ja, dann doch deutlicher als gedacht. Schön, wenn Sokrates. Dumm von mir. Nice Luck, aber kriegt nicht den Ehrentreffer. Oh, was? Ey, da soll der Ball überhaupt nicht hin. Oh, wie kann denn Werner da im Abseits sein? Warum spielt er denn jetzt noch so anständig mit, nachdem er mit dem Torhüter ja mit Absicht quasi das gemacht hat, verstehe ich nicht. Also er wollte doch, er hat doch quasi aufgegeben. Und jetzt spielt er aber irgendwie ziemlich anständig wieder weiter. Sehr merkwürdig. Also normal spielt er weiter, würde ich sogar sagen. Das ist jetzt, er macht keine Wutgrätschen, er macht eigentlich gar nichts Schlimmes, also was man sonst nicht machen würde. Was? Krass, ich hätte gedacht, er geht rein. Schade. Komm, steh wieder auf! Oh. Mist! Wenn dieser scheiß Vorteil nicht gelaufen wäre, hätte ich jetzt vielleicht mit Arangis alleine aufs Tor zu gehen können. Oh nein! Ah, mal ein bisschen zu spät. Scheiße. Das ist eigentlich rot und. Ah, es wird kein Rot geben, aber eigentlich ist es rot und 11 Meter. Ah ja, doch, er gibt rot, sehr gut. Alter, aber bester Mann oder was? Lass uns mal richtig feiern hier. Er hätte auch mal Sch machen können, aber schade. Vier Null, krass. Dann kann ich gut leben. Aber Gegner war jetzt auch, wie gesagt, nicht so gut. Ich habe schon wieder. Ich wollte eigentlich nach links zielen und habe fast in die Mitte geschossen. Anscheinend muss ich noch mal 11 Meter üben. Lässt sich aber auch so einfach weggrätschen, also er spielt einfach so offensichtlich, dass man immer gut grätschen kann.
Sehr schön. Krass, Arang ist quasi frei durch. Nice. Und Werner macht wirklich noch das 5-0. Wie geil ist das denn? Ach man, das hätte er sich mal aufheben können für ein Spiel, wo ich nicht schon 4 Tore geschossen habe. Dieses Kopfballtor nach einer Ecke. Wäre mir lieber gewesen. Aber ich will mich nicht beschweren, es ist trotzdem geil. 5-0, eieiei. Jetzt kriegen wir auch die maximale Ausbeute an Kohle bei 5 Toren und kein Gegentor. Sehr schön. Müssen wir einiges an Coins bekommen? 700 vielleicht? Ach so, nee, ich weiß nicht. Abbruchmodifikator ist, glaube ich, unten. Nein, da bekommen wir nicht so viel. 500 vielleicht. Tore. Dreimal Werner, Arangis und Alaba. Vorlagen. Zweimal Arangis, einmal Tolisso, Kimmich. Kimmich hat schon im letzten Spiel eine Vorlage gemacht gehabt. Ja, Werner dreht durch. Werner momentan auf jeden Fall besser als Gnabry. Ach, wie viele Coins waren sie jetzt? Ach, ich habe nicht drauf geachtet. Fuck. Das waren 600, oder? 15 Spiele immer noch, krass. Dann bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss, tschüss.